So. Ah, da stehen sie ja schon, sehr schön. Pünktlich. Da kommt er rein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Hallo. Willkommen zurück. Hallo. 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 Was für ein netter Schüler. Sag ständig Hallo, wo ich schon so oft gesehen habe. Schön. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Sonne geht langsam unter. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Oh, ist das warm hier? Hallo. Nee, mir ist das hier zu warm im Bus. Ich mache eine zweite Tür auf. Guten Tag. Jetzt wissen Sie mal, wie es mir geht. Ne? Mir ist auch warm. Ich kriege rum? Nein. Nee. Immer diese Gemeckere. Das ist so warm im Bus. Ah. Soll ich dir sagen, ich bin seit heute und morgen auf beiden nur am Bus, ne? Weckere ich rum? Nein. Mensch, ist Kinder. Hallo. Ach, nee. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Alle da? Ja. Ich muss auch noch ein schönes Thumbnail machen. Muss überlegen. Entweder das oder das. Eins von beiden gewinnt auf jeden Fall. So. Alle eingestiegen? Gut. Jetzt wird nochmal nachgezählt. Alle da? Gut, dann können wir los. Schön. Dann wollen wir mal die Rücktour angehen. Benzin reicht auch noch aus. Ach ja. Ja, natürlich. Das Rollo bringt mir überhaupt nichts, verblendet mir den Spiegel. Thank you.
Wieder so knapp gewesen eben. Ich muss echt aufpassen, ne? Oh, ich hasse sowas. Trabi. Ich hasse Serpentin. ETS war kein Problem, aber noch ein Problem. Ein bisschen schwitzen hier auch noch, ey. Das wollte ich überhaupt nicht. Das ist nicht eng, nein. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen. Wo da hinten? Alter, jetzt wird mir wirklich warm, ey. Das nächste Mal fahre ich mit dem Sprinter. Mir schlecht, sagen Sie mal. Ist das euer Ernst? Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Soll ich 20 fahren oder was? Soll ich 20 fahren? Soll ich? Dann meckert er am Ende rum. Das ist ja viel zu spät. Ich kenne euch blöden Idioten. Ich hab mir gesagt, hier, hallo Manni, hier bist du total cool, aber jetzt fahre ich, bist du das letzte Arschloch auf der ganzen Welt. Jetzt gib doch mal Gas, hier dürfen wir 50 fahren. Mindestens noch 30. Der Himmel. Ganz nah, keine Ahnung. Oh, Leute, Aggressivitäten kommen bei mir schon wieder auf. Den Idiot auch noch durch. Amsen KI, ich liebe dich nicht. Naturleben auf der Wermundstraße, den Himmel so nah. Der will rum. So. Warum fährt er nicht? Schon wieder so viel Verkehr, dass er nicht rum kann oder was? Aha. Jetzt kann er. Fahr doch! Leute, ich raste gleich aus. Wenn der jetzt nicht fährt, kille ich ihn. Die KI ist manchmal zum Ausrasten, ganz ehrlich, ey. Es gibt Momente, wo ich sage, stirb.
blöd, dass so viel Gegenverkehr kommt. Aber ich muss ja eh gleich rum. Die blöde Kuh, ey. Die rare sich um. Doch nicht. Bisschen frische Luft rein hier. Da steckst du hier drin. Oh. Zu spät aufgepasst. Oh, Leute. Da, vor allem da meckern sie nicht, wenn ich so eine Starkbremsung mache. Ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Ey. Ich war jetzt nochmal wie fast, ey. Ja. Aber das bin ich schon seit fast 6 Jahren daran gewohnt. Leute, nee. Aus. Wie im Entenmarsch, ey. Junge, nee.
trau mich nicht. Ich würde noch langsamer fahren, nächste. Oh. Ah, nee. Ich weiß, das macht man nicht, aber... Leute, das geht gar nicht mit dem KI-Verkehr. Geile Karte, aber grottenschlechter KI-Verkehr, ey. Los, fahr Peugeot. Ach nee. Nun soll man eine Ansage abspielen. Schön. Taurus. Grün. Es gibt auch mal Gas hier. Wie, es wird gelb. Das rast dich aus. Ich bin Busfahrer. Ich habe Schulkinder, die wollen nach Hause. Verständlich. Sag mal, bremst doch. Fahr doch geradeaus, du blödes Arschloch. Fahr doch geradeaus, Mensch. Was macht ihr denn da? Ich krieg den Hals. Alter, bremst du nicht aus wegen so einer Ver... Alter, wer die KI erfunden hat, wer hat die allgemein, der die zusammengebaut hat, der hat doch eine Hackfresse, Junge. Der hat keine Ahnung. Oh, ey, fuck.
fuckt euch in den Arsch, ey. Ganz ehrlich, ich lasse euch auch nicht hier rein. Ich weiß, Reißverschlussverfahren. Aber den Scheiß mache ich. Ihr bremst mich aus. Nur weil ihr die linke Spur geiler findet, oder was? So ein Pack, ey. Oh, Leute. Ich krieg das Ausrasten. Wenn jetzt hier Fahrschullehrer hier rumfallen würden, um sie in die KI sehen würde, dann würde sich die Hände vom Kopf schütteln und sagen, die Person hat keine Ahnung von dem Straßenverkehr, das sie gemacht hat. Alter. Da ist der scheiß KI-Verkehr schon im Fernbus-Simulator besser. Ohne Witz. Ich geh nicht mehr. Und jetzt haben sich da hinten, wenn es jetzt nicht weiter aufgeht, welche KI verhakt, ne? Der Bus, ernsthaft? Machst du die Betriebspause oder was? Fahrer ist ausgestiegen, scheiß drauf, ne? Da hat jemand so richtig die Schnauze voll gehabt anscheinend, ne? Bestes Beispiel hier sieht man, ne? Busfahrer hat gemerkt, ach, ich hab keinen Bock mehr, steig aus, weg bin ich. Ist da nicht alles euer Ernst, ey? Der bleibt da trotzdem stehen. Der hat seinen Bus da abgestellt. Ja, macht man heutzutage, ne? Ich krieg den Hals nicht mehr voll. La 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 la. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wieso ich hier rum? Es gibt nur eine Lösung. Die quält mir gerade gar nicht. Wir müssen die Kollision abmachen, ausstellen. Oder auf OK drücken. Ja. Und hoffen, dass der jetzt hier kein Grün hat. Ich die Ampel nicht mitnehme. Eigentlich nicht. Oh, der muss doch gleich fahren. Kann sich abwarten. Okay, merke ich mir. Wenn Bus steht, einfach eine Uhrzeit statt Kache setzen. Gut. Aber das nervt, die KI. Die KI ist nervig. Omsi, lad die Karre bitte. Danke. So, jetzt sind wir hier in der Altstadt. Dann kommen wir am Restaurant. Restaurant. Vorbei. Wo wir die vorhin abgeholt haben. Wo auch dieses tolle Schild umgeschippt ist, ne, klar. Umgekippt ist. Ich hoffe, es steht nicht mehr. Da unten am Boden. Weil dann muss ich die Kollision abschalten. Das ist dann auch wieder. Boah, toll. Aber da steht nichts. Ah, ich frag mich, warum das überhaupt runtergefallen ist. Ich bin anscheinend da oben gegengekracht. Aber laut Readme, was ich gelesen habe, ist dieser Bus in Ordnung. Der liegt jetzt hier auf dem Boden. Ich muss die Kollision ausmachen. Wenn ich jetzt zwar dieses Schild umfahre, dann normalerweise merkt man ja nichts, ne? Weil es einfach drüber fertig in Real Life. Aber wenn du hier in Ormsi gegen fährst, dann ist es wie eine harte Wand. Es lässt dich nicht durch. Ah, hier. Irgendwie hat der hier oben noch eine Kollision. Der Bus. Also irgendwas stimmt mit dem Bus nicht. So, stellen wir nochmal die Kollision wieder ein. Wir wollen ja mit Kollision fahren. Aber irgendwie ist da, ich weiß auch nicht, ist da nicht ganz so in Ordnung am Bus. The Boarding Box, was weiß ich. Dass er da auf Kollision geht. So, der Berliner ist weg, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der da noch stehen würde. Oh.
Aber eine Ansage hätte man wenigstens noch abspielen können, oder? Zum Beginn der Fahrt. Zum Beispiel schön, dass sie wieder zurück sind. Ich hoffe, ihnen hat die Bergbahnfahrt gefallen. Allgemein der Aufenthalt dort oben. Ich wünsche ihnen nur eine angenehme Rückreise und bla 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 und bla bla bla, ne? Sowas hätte man vielleicht noch, aber ich will ja nicht meckern, aber es ist nur so als kleiner Tipp. Allgemein finde ich es schon richtig geil gemacht, dass man sowas umgesetzt hat. Allein schon die Umsetzung ist schon genial. Das hast du gar nicht in Omsi allgemein, sowas. Mit Reisebus zum Fahren, Schulbus, ne? Sowas wie hier. Das hast du sonst überhaupt nicht, auf keiner Karte. Es gibt in Omsi. Das hast du halt hier und das hat der Michael umgesetzt. Das finde ich schon richtig cool. Na komm. Oh ja, das ist eine E30, ne? 30. Ich will die Bewölkung ausmachen. Sieht scheiße aus. Und 3000 Jahre später. Ihr könnt doch wenigstens ein bisschen schneller als 30 fahren, oder? Das macht doch heute jeder. Aber wollen wir ihn ja nicht überfordern. Ah, jetzt gibt er Gas, weil hier sind keine 30 mehr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und habt eine Menge hier von der Stadt und von der Landschaft mitgenommen. Die werdet ihr euch ja morgen sicherlich zu Fuß nochmal angucken können. Allerdings werden wir uns dann nicht mehr sehen, weil das Programm mit dem Bus nur heute anstand. Die Bus- und Bahnverbindungen hier sind aber recht ordentlich, daher kommt ihr dann auch noch gut überall hin. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und wünsche euch noch einen schönen Restaufenthalt hier in Steinkirchen.
So. Abfahrt 0 Uhr. Das heißt, wir haben keinen Fahrplan mehr. So, können wir da alles eingeben hier? 0 0 0 0. So, Omni Navigation können wir beenden. Alle ausgestiegen. Wir sind recht pünktlich. Jetzt gehen sie wieder zu ihrer Jugendherberge rein. Na? Und wir fahren jetzt zurück zum Betriebshof und stellen unser Fahrzeug ab, wie es sich gehört. Sage noch mal Tschüss zu den Leuten hier, die mitgefahren sind. Tschüss. Hoffentlich mal wiedersehen. Jetzt machen wir Feierabend hier. Lange genug unterwegs gewesen. Ach so, ihr habt das ja bestimmt gerade gesehen mit den Transporter, ne, der weiß. Ich will mal gucken, ob die Kollision wirklich an ist. Ja, die ist. Weil ich hatte manchmal die Probleme, obwohl ich die Kollision an hatte, wieder zurückgestellt habe, kam keine Kollision. Das war aber zu den Anfangs um die zwei Zeiten so. Das war jetzt mal ein Test, ob es wirklich so, ne, so wie wieder an ist. So. Ja, hier sind 30, ne? Da guckt man einmal auf den zweiten Bildschirm, ey. Einmal auf den zweiten Bildschirm und schon verkackt ist alles. Ampel ist grün. Ne, ist rot. Komm, schenk mir grün, ich bin Busfahrer. Oh, nee. Leute, ist was los, ey. Hier ist was los. Oh. Müssen natürlich uns dahin stellen, wo wir auch angefangen haben, ne? Mich da drüben zwischen lila und grau benzen.
Ja, gut, ne? Geht so, aber wir stehen drin. So, dann machen wir noch die Dachluken zu hier. 18:01. Perfekt. 18:01. Super. Ne? Neune gestartet. Sagen wir mal 8:45. Ja, bis 18 Uhr. Schon eine Zeit. So, das machen wir noch aus. Sonst ist alles aus, ne? Aber von draußen haben wir leider nichts zu machen. Das ist ein bisschen blöde. Ja. So. Abgerüstet. Fahrplan kann man abbrechen. Zeigt uns eh nichts mehr an. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war die Reisebuslinie, die am Dienstag fährt. Also Reisebus am Dienstag. Wir werden demnächst die Reisebuslinie am Donnerstag fahren. Allerdings nicht im sommerlichen Wetter, sondern wahrscheinlich im winterlichen Wetter. Das heißt, wir werden im Winter fahren und das Ganze mal so anschauen. Ne? Ist auch ein bisschen interessant. Ne? Allerdings nicht mit einem Setra und allerdings auch nicht mit einem Schaltgetriebe. Das könnt ihr vergessen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Reisebuslinie für den Dienstag. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich an den Michael, an den Simulant, an den Jatak und allen anderen, die beteiligt waren an Steinkirchen, für diese geile Map, für diese geile Linien, für diese geilen Ansagen. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, euer Train OMSI TV. Tschüss! Macht's gut!